Da ich finde, dass mein Charakter aus dem Klassenlevel-Let's Play mit dem Sturmsoldaten aktuell ganz cool aussieht, dachte ich mir, ich zeig dir einfach mal, wie ich den zusammengebaut habe, damit du den, wenn du willst, nachbauen kannst. Das Geschlecht ist natürlich männlich. Das Gesicht ist das generische Gesicht, das ist das mit dieser Narbe hier, also das Standard-Nomad-Gesicht. Augenfarbe ist hellbraun. Die Frisur ist ein Pompadour, die Haarfarbe auch braun, wie unschwer zu erkennen ist, und der Bart ist der lange Bart B. Die Gesichtsbemalung ist die schwarze Farbe F. Als Kopfschutz habe ich mich für das Beret in Rot entschieden, denn ich finde das Kommando-Beret, beziehungsweise Militär-Beret, Entschuldigung, sieht mit dieser eckigen Deutschlandflagge, da diesen Deutschlandaufnäher, ziemlich schlecht aus. Und man kann auch die Farbe von dem Militärberet nicht ändern. Und ich wollte es halt gerne in Rot haben, deshalb das normale Beret. Westen, das ist ein Plattenträger 511 Tech-Tech in Flecktarn. Die Handschuhe sind Angriffshandschuhe Oakley SI in Olive Drab. Die Hose ist eine Combat-Hose Cry G3, ebenfalls in Flecktarn. Und die Schuhe sind Ranger-Stiefel in Schwarz. Das Flecktarn, falls du dich fragst, wie du da rankommst, das musst du dir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, leider im Shop kaufen. Für echt Geld. Ja, es ist wie es ist. Da braucht man nicht viel drüber zu sprechen. Und auch das, was jetzt noch kommt, und zwar hier das G3 Einsatzhemd. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es das auch nur im Shop. So, und das G3 Einsatzhemd natürlich auch in Flecktarn. Dann habe ich hier noch eine kleine Schutzbrille, und zwar ist das eine Brille Oakley M-Frame, und zwar in Schwarz, wobei das Schwarz hier halt nur den Rahmen betrifft. Und Aufnäher natürlich die Deutschlandflagge 2. Das ist die eckige. Die kannst du ganz einfach bei Maria in Erebon kaufen. Und falls du dich fragst, welche Waffe ich spiele, gerade jetzt aktuell mit dem Sturmsoldaten, beim Leveln des Sturmsoldaten, das ist eine 416 Assault Special mit einem Standardmagazin, einem Schalldämpfer, einem PQ-15 Laser, einer Digitalzieloptik, einem CTR-SLK-Schaft und einem angewinkelten Kurzgriff-Shift. Können wir hier gerade mal aufwerten. So. Jo, und zwar habe ich mich für diese Waffe entschieden, weil ich halt die 416 und noch nicht habe. Die 416 habe ich noch nicht, die normale. Die müsste ich erst freispielen mit diesem Charakter. Ich habe hier einen neuen Charakter angefangen. Oder alternativ halt erlooten. Aber da ich direkt loslegen wollte, ohne große Umschweife, habe ich mir einfach die 416 Assault Special geschnappt. Und ja, die G36C Scout kann ich leider auch nicht nehmen, denn das ist eine PSG. Und um den Sturmsoldaten zu leveln, braucht man ein Sturmgewehr. Die Pistole ist die P227 Survival. Ich glaube, mittlerweile kann man die bei Maria in Erebon kaufen, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall war die in dem Survival-Kit-Dings da dabei, das ich in der Vorbestellung von der Ultimate Edition dabei hatte. Jo, gut, das war's dann soweit. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein kleines bisschen weiterhelfen, eine kleine Freude machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.